Damit willkommen zu einem kleinen Test-Let's-Play hier auf dem iPad Mac Combi Ding. Ich spiele das ganze Spiel wirklich auf dem iPad und es wird vom Mac aufgenommen. Ich wollte eben eigentlich Nova den ersten Teil spielen, aber da hat er mit den deutschen Sprachdateien irgendein Problem. Wir starten natürlich mit dem ersten Spiel und nicht mit der iPad. Ich muss zugeben, ich habe beides schon einmal durchgespielt. Ist aber schon ein Zeitchen her. Um was geht es bei The Room? Es geht um ein Rätsel. Relativ kompliziert, muss ich dazu sagen. Ihr seht hier ein Kistelchen. Umschlag. Ja. Ich werde das eben mal vorlesen. Du bist hergekommen, ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiligen Schlüssel erhältst du meine Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Ja, natürlich die kleinen Schlüssel an. Ihr seht, man muss hier wirklich was tun auch und überlegt bei dem Spiel. Wenn du mich fütterst, überlege ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Hier haben wir auch schon das Okular. Wenn du mich fütterst, überlege ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Ja, haben schon gelesen. Wer hat eben, wie gesagt, eine Linse dazu ganz gut. Was haben wir denn hier? Ein paar meiner verstaubten alten Büsse werden hier wohl nicht helfen. Okay. Ja, ich wollte ja wegzoomen. So. Schauen wir uns hier die Kiste an. Kann man da Luft? Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Gut. Wenn du das glaubst. Naja. Das wird uns auch nicht so wirklich helfen. Also wie gesagt, hier geht es sehr viel um Probieren und Studieren und Herumdenken. Genau, wir haben noch keine Linse. Linse, jetzt ist die Frage, was steht da eigentlich oben? Talisman. 18.07, also es ist etwas älteres Hinweis. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich hier ein Symbol, das zum Rätsel passt. Ein Symbol, das zum Rätsel passt. Nee, da lässt ihr mich nicht hin. Ein Symbol, das zum Rätsel passt. Ich sehe schon, wir werden hier mehr Zeit verbringen. Wasser. Ja, das hätte mich auch gewundert. Was die Antwort wäre. Erde, und was haben wir da noch? Feuer. Ja, du glaubst es nicht, aber ich glaub das vielleicht. Feuer, Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich wollte es wohl mit den Drücken versuchen.
Oh. Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Tja. Schauen wir mal. Ja, wir können den Schlüssel drehen. Und sie haben die doch irgendwo was zum Reinstecken. So ein kugelrundes Ding. Nee. Doch. Doch, 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 doch. Ein Gravitimens scheint es Ende als Schraubschlüssel verwendet. Ja. Schlüssel haben wir wieder. Wir haben schon den ersten Teil der Küste geöffnet. So. Ja, das könnte ganz gut passen. Upsala. Also meinen Augen ist es mit Sicherheit. Ja, ja, ja. Eines der geilsten Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe. Also vom Upsala. Sagt er, ich muss hier eben, wartet mal kurz. Na komm, kommst du rauf? Danke sehr. Ein wenig mit der Belichtung hochfahren, so. Das haben wir aufgemacht, das haben wir aufgemacht. Wird doch wohl bitte noch irgendwo eine Kiste sein. Da irgendwo. Was zum Aufschrauben? Nein. Schauen wir uns nochmal die Ecken an. Da kann man nicht klicken. Da geht auch nichts. Da haben wir schon geklickselt. Mit dem Schlüssel kann ich irgendetwas losschrauben. Das stimmt natürlich auch wieder. Also mit dem hier, schauen wir uns das mal genauer an, das Ding. Komm. Na. Nein, nicht den Schlüssel. Aha, okay, können wir uns nicht anschauen, dann schauen wir uns das nicht an. Was wollen wir denn losschrauben, ist die Frage. Ich könnte jetzt losschrauben, wenn ich hier den Werkzeug hätte. Wir haben zum Glück irgendein Werkzeug. Oh. Ja, und wie ihr schon die Musik im Hintergrund hört, flicken mal ein wenig rum, damit ihr ein bisschen was seht von der ganzen Geschichte. Geil, oder? Ich kann nicht sagen, ob das Blut oder sonst irgendwas ist. Haben wir noch nicht so wirklich geheuer. Und hier ja, mal ein wenig versuchen, da ne, das hat schon so gepasst, oder? Das in der Mitte passt noch nicht so ganz. Ja doch, das sind die einzigen, die da passen, aber das mittlere lässt sich noch nicht wirklich drin. Kann ich das? Ach, sagt das doch gleich, dass ich das äußere drin kann. Dann drehen wir das Ganze von innen nach außen zurecht. So. Das mittlere. So. Der äußere Ring. Haha. Das Ganze ist, wie gesagt, verdammt spannend. Wer ein iPad oder ich glaube iPhone gibt es es auch hat, dem kann ich das nur empfehlen. 10 Minuten sind gleich rum, sehe ich gerade. Das iPad wird jetzt fast ein bisschen schwer in der Hand, ich stelle es mal ein wenig. So, ich brauche eh nur einen Finger. Diese drei Siegel verwenden mir den Zugriff auf den Inhalt der Kiste, ja. Wir haben jetzt nur unser Okular, das nehmen wir natürlich gleich mal als erstes her und schauen hier,
Über die Dinger, und da sind wir auch schon was. Oh, da meldet sich Skype im Hintergrund. Oh. Da ist eindeutig 5. 5. So, man muss ja eindeutig zwischendurch ein wenig Fantasie beweisen, um die Rätsel hier. Links ist 7. Ah, rechts, sorry. Was könnte da unten für eine Zahl stehen? 6 könnte das sein, oder? Nee, doch. 6. Jetzt könnte man natürlich oben. Mit den Schalter schalten? Natürlich. Ich liebe dieses Ding. Natürlich gleich mal mit dem Okular drauf geschaut. Nicht zu wechseln mit Oculus Rift. Oh. Es erzeugt Funken. Schauen wir mal weiter. Einen Schlüssel brauchen oder sowas in die Richtung. Was haben wir da oben? Oh, Buchstabensalat. Dann, was haben wir da? So schönes Zeichen. Da sehe ich auch etwas. Im letzten. Ah, das letzte unten muss so ein Dingsbums sein. Nee. Nee. Das war's, denke ich. Dann. Wo könnte noch so ein Hinweis versteckt sein? Wie schon gesagt, da sagt der Hinweis, mir fehlt die Teile für diese. Ich sollte weitersuchen. Ja, nein. Schauen wir hier nochmal. Das sind nur Fingerabdrücke. Wo war das? Auf der Innenseite. Dann zoomen wir einfach mal. Da ist nichts auf dieser Innenseite. Beim Runden? Nein, da? Nein. Da fehlt auch eine störförmige Aussparung. Ja. Vielleicht finde ich mit einem Okular etwas. Ja, das haben wir schon versucht. So, ein rundes Dingsbums, wo war das jetzt? Da. Das war links oben, oder? So ein rundes Dings. Das. Ja. Ach ja, da hatten wir doch Fingerabdrücke. Oh. Ein Buch. Ein altes ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Oi. Ein uraltes Schloss oder was? Ah, 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen, aber da ist etwas zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Nur-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, sowie alle Zahlen der Welt bedeutungslos werden, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Nahen, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie
ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Also, es geht hier um ein Element zum Aufziehen eines Uhrwerks, ja. Oh, das dritte ist so ein Dingsbums. Kann ich da direkt manipulieren? Nein. Also, so ein Kreuzdings, was da oben drauf ist. Das da. So, man kann natürlich immer ein wenig schummeln. Bei solchen Kombinationsschlüsseln einfach mal drauf losprobieren. Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Schwer gusseisen. Da habe ich gerade eine Idee, weil ich es gerade sehe. Nee. Dann können wir hier irgendwo was aufziehen. Nein. Da lässt er mich nichts hinzoomen. Scheint sich nicht zu bewegen, ja. Tja, wie gesagt. Miniaturfernrohr, okay. Hätte ich jetzt nicht drauf geschützt, aber okay. So. Ich habe gerade eine lustige Idee. Ja, hätte sein können. Das haben wir rausgedreht. Haben wir das auch? Können wir das auch? Können wir da auch drin? Nein. Ich könnte natürlich bei dem Bot jetzt ewig herumprobieren, aber was haben wir da? Da haben wir 1, 2, 3, 4 und da fehlt außerdem 1. Was haben wir da? Was ist das? Ein Schlüssel. Mit Kreuz. Was sagt der Hinweis? Ich sollte dieses Fernrohr genauer anschauen. Ja, das wäre auch eine gute. Oh. Jetzt könnte es aber da drauf passen. Na komm. Nein, daher nicht. Auch nicht so weit weg, so. Ich weiß nicht, was wir hier für eine Teufelsmaschine zusammenbauen. Aber wie gesagt, das Spiel, als ich das erste Mal gesehen habe, das hat mich echt gefesselt. Es ist auch in meinen Augen. Ich versuche jetzt nochmal hier den Schlüssel einzustecken. Etwas verdammt Geiles, da man eben, wie gesagt, 100.000 Möglichkeiten hat. Kann man da eigentlich reinschauen? Den Apparat zu laufen bringen, ja. Oh. Ah. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Licht oder sowas da reinbekommen. Schauen wir uns noch mal die Spitzen an, da haben wir uns noch nicht so damit beschäftigt. Achso, mit dem Sternfamilie. Nein. Oh, könnte man das Ding vielleicht herabheben? Nein. Sehen wir vielleicht noch. Das konnten wir auch nicht bewegen. Ich schaue gerade, ob hier irgendwo vielleicht ein Text steht, aber Entschuldigung. Schaut ja nicht danach aus. Ja, nehmen wir den Hinweis. Ja, ich brauche mehr Teile, um diesen Apparat zusammenzusetzen, da wäre ich ja nie drauf gekommen.
sollten versuchen, da reinzukommen. Sich ehrlich gesagt zugeben. Was kann man mit wie viele, was haben wir da alles an Buchstaben? Haben wir da das komplette Alphabet? A, C, E, K, nein. Ah, da ist noch ein Hinweis. Ich muss nach fehlenden Teilen suchen, ja. Nein, da haben wir auch nichts mehr. Entschuldigung. Können wir da drauf drücken? Nein. Eine Platte mit einem scheint sich nicht zu bewegen, ja. Scheint Mechanismen verbunden zu sein, okay. Eines der Beine von dem Kasten unterscheidet sich von den anderen. Eckige Kick rund. Eckige Kick. Rund. Oh! Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Dass er da Funken gab. Irgendwas fehlt noch. So, das wollte ich erreichen. Jetzt können wir reinschauen. Als ein Mann, dessen Gesicht ausgekratzt ist und dieses Maschinending. Seit ich nicht der. Ja, das wollte ich noch machen gerade. Trailizer. Ich denke, das könnte das Wort sein, aber es ist gut gemacht, wenn mich fragt. Trail, okay. Trail, das gehen wir gleich rein. Zuerst drehen wir hier noch ein wenig am Rad. Das schaut doch besser. Nein, so. Dann einmal da weiter drehen. Nee, auch nicht. Lass uns mal so. T. R. R. I. Ah. Dein L fällt uns trotzdem noch, wir müssen da reinkommen. Und da nicht, sondern. Da, was sagt der Hinweis? Ich muss den Husten auf den Scheiben anordnen. Ach was. Hätten vielleicht mal nach dem Muster hier gehen sollen. Und nicht das. Was man innen sieht. Obwohl es doch das gleiche ist. Ein L. Sehr schön. Das passt nämlich ganz gut noch darauf. Trial. Da fährt das Gerät auch schon ein. Ist das jetzt gut, wenn es im Inneren brennt? Ein Siegel wurde jetzt geöffnet. Sehr schön. Ich freue mich. Oh. Und ein großes Gerät ist wieder herausgefahren. Ich frage mich, wo das drinnen eigentlich Platz hat. Ein A. Das denke ich, ist ein Taschentuch. Ne, ein Text. 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das denke ich, ist ein Name. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nur-Element-Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar, noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols, also das, was wir hier herunten sehen. Das gleiche Symbol
in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, Alter sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Text 2 von 7. Da. Hier muss man einen Schlüssel rein und ich sehe nicht den Schlüssel da rein. Nicht rein. So. Nee, Schlüssel passt nicht. Der Deckel sieht aus wie ein Rolldeckel meines Sekretärs. Ach ja. Oh. Hui. Ah. War das das, wo ich das iPad bewegen musste? Ja. Es wäre halt nur die Frage. Wie wir es bewegen müssen, aber ich habe da irgendwie. Schon eine Idee, so. Ach, da haben wir wieder dieses Symbol. Gehen wir mal, wisst ihr was? Haben wir mal nicht den Schlüssel da rein. So in der Richtung. Irgendwie. Ne, da hinten ist ja auch noch ein Strich, verdammt. Ne, von oben nicht, wenn dann so schräg. So, und jetzt geht die Schlüssel rein. Nein. Hm. Gut. Was sagt der Hinweis? Schieben wir uns geheimnisvoll. Ja. Ich will da den Schlüssel eingeben. Ich sehe gerade, wir sind hier gleich am Ende der Zeit. Jetzt sage ich ja dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir werden es nächste Woche auch nochmal spielen. Und also bis es durch ist und dann gibt es wieder Payday. Ja. Was sagt er? Ah, immer das mit dem Okular. Ich bin ja nicht ganz blöd. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann. So, und damit auch schon herzlich willkommen zurück hier bei The Room. Wir setzen hier direkt fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich hoffe mal, dass mit dem Audio funktioniert heute, denn ich habe ein Programm installiert, das mir die ganze Geschichte direkt auf die Kopfhörer monitort, ohne irgendwas dazwischen. Gut, also, wenn ich mich recht erinnere, haben wir hier, ja, dieses Symbol gesehen und haben das ja nicht so recht vervollständigen können. Ja. Da müsste auch der Schlüssel reinpassen. Sehr schön. Wir werden wieder eine halbe Stunde sowas aufnehmen. Ein kleiner Kastenschlüssel. Okay. Er wird hoffentlich da reinpassen. Oh. Ein lackierter Messingstern. Messingstern, der ging doch hier oben rein. Ja. Sehr schön. Ui.
den Text her. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Na toll, hört sich ja nicht so gut an. Von meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Wahnsinn. Das Null-Element ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Tja, Hinweis. Ja. Dann öffne den Wein. Hier haben wir ein paar Leute. Ein bisschen kriegen wir Markierungen auf der Seite. Okay. Also ein goldener Arm, dahinter halb ist etwas. Messingring. Jetzt ist die Frage, wo können wir den einsetzen? Eins, zwei, drei. Okay. Suchen wir mal. Nehmen wir mal zwei Finger. Geil. Oh. Hatten wir so einen verbogenen Schlüssel nicht schon? Ach ja, diesmal hat er nur zwei Dinge zum Drehen. Na bumm. Da war dieses Loch. Habe ich denn zufällig richtig hingestellt, dann lache ich mir eins. Nee. Eins nach. Upsala. Oh. Also sehr bequem. Nee. Ja. Na komm. Drinnen läuft noch ein Mechanismus, wie wir sehen, und hier haben wir was. Kreisförmige Platte mit Sternsymbol. Schauen wir uns die mal kurz genauer an. Ein Stift steht hinten raus. Da könnte es passen. Ja. Und da fährt die Geschichte wieder zusammen. Und das zweite Siegel öffnet sich sehr schön. Eines müssen wir noch aufbekommen. Alter Schwede. Schauen wir uns natürlich hier gleich das an, was es zu sehen gibt. Okay. Da vorne. Oh. Ja. Oi. Ist die Frage. Komm her mal. Was wir mit denen machen müssen. Ach so. Ja. Warte mal. Da fehlt. Noch ein Zahnrad.
So. Ui. Was sagt er? Die Schublade wird durch ein Muster versehen. Platten an allen Ecken verschlossen. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Oben sind die drei auch noch frei. 3, 4. Zahnrad haben wir auch keins. Aber es geht eindeutig um diese Platten da. Oh. Dann, wo ist das Symbol? Rechts unten, das heißt die Ecke. Muss links oben sein, also auch hier. Nee, nicht links unten. Hier. Schau mal. So auf die Schnelle. Noch wo eins gibt es vielleicht. Such mal. Das und das passt, es fehlen nur die zwei noch. Nee, das ist nur eine Platte mit Augensymbol, wie er es schön bemerkte. Gab es oben das bei den Riten vielleicht? Da. Bam, 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 bam. Das Viereck-Symbol ist nur die Frage, wo das hin muss. Rechte obere Ecke. Also so. Und was haben wir da noch? Das Dreiecksymbol, das hatte ich doch auch gerade irgendwo gesehen. Ja, hier. Ich glaube, das war jetzt. Ja, war richtig. Dann versuchen das Ganze rauszuziehen. Ein Zahnrad und Gummiband. Das Zahnrad werden wir natürlich gleich hier versuchen einzusetzen. Irgendwo da. Haha. Cool. Kleiner Schraubendreher. Wisst ihr, was wir mit dem machen? Richtig. Wir drehen die Schrauben raus. Die legt er anscheinend nur nebenhin oder so. Ein seltsamer Klappschlüssel, ja. Dem muss ich zustimmen. Seltsamer Klappschlüssel. Ich will hier noch versuchen. Dann eben nicht. Versuchen nichts. Schlüssel. Bräuchte mal ein Schlüsselloch dazu. Also in das Auge, das haben wir auch schon. Da, Mann, bin ich wieder mal doof. Nee, etwa da auch nicht passen. Hinweis. Sie, das sind Schlüssel. Ich kann schon wieder nicht sprechen heute. Sieht aus wie ein Schlüssel, aber ich habe noch nie etwas gesehen, das eine solche Form hatte. Ja, da. Stimme ich ihm zu? Aber vielleicht den Typ
hier irgendwie drehen? Nein. Den hier vielleicht irgendwie? Nein. Den? Nee. Der Schlüssel hat verstellbare Teile, mit denen man seine Form verändern kann. Ja. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Ah, das hier ist auch das einzige Schlüsselloch. So, das weg. Das weg. Nein. Ich muss etwas erst. Was? Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ach, stimmt. Wir haben ja hier so ein Viereckzeug. Ich kann es sehr. Ich fahre immer mit dem Finger auf das Display, aber das seht ihr ja nicht. Ne, da ist wirklich nichts. Da herunten haben wir noch gar nicht geschaut. Ist aber auch nichts. Da herüben haben wir normalerweise alles. Ja. Bis auf die Zahnräder, die kommen schon noch. Das ist schon der letzte Hinweis. Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Nicht in die ich der. Was? Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. In meinen Augen ist es das hier, aber. Wie muss ich den Schlüssel zusammenbasteln? Oi. Wartet mal, vielleicht. Nee. Soll irgendwo reinpassen. Nur wo? Blöd nur, dass es der letzte Hinweis war. Ja, das haben wir schon. Schauen wir uns nochmal das Siegel an. Komm. Zack. Eine Platte mit einem Raum, scheint sich nichts zu bewegen. Okay. So schlau waren wir auch schon. Ach ja. Warum dürfen wir eigentlich den Schraubendreher behalten? Braucht man denn noch für was? Na komm, zoom dahin bitte. Kann man da irgendwie. Nein, drehen wir mal. Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ja, ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ich muss etwas zu der Form, in die ich den Schlüssel drehen kann. Drehen wir mal eine Runde herum? Nee. Können aber weiterhin testen. So? Nee. Das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ach Leute. Da vielleicht noch einen Hinweis direkt zum Schlüssel. Klick. Nee. Ah. Drauf drücken kann ich auch nicht. Ich muss ja das finden, dass der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann.
will hier auch nicht ewig herumsitzen. Gehen wir nochmal hierher. Nein. Tabula. Wir brauchen eine Form, wo der. Ich glaube schon, dass wir das Schloss aufsperren müssen, aber. Kann es doch wohl nicht so viele Kombinationen geben. Das wäre extrem. Extrem. Den Gummiband muss ich auch irgendwas machen können. Was ist da oben? Nichts. Sagt man die Hinweise nicht. Leider. Oh. Ja, blind muss man sein. Also links und rechts müssen zwei so Hochdinger sein und nach oben kommt der andere. Und so. Ja. Du hast die falsche Form. Oh. Soll schon mal vorkommen. Na komm, lass mich's jetzt wenigstens korrigieren. Na komm. So und so. Ach ja. Ein mittelgroßes Zahnrad und ein kleines Zahnrad. Mittelgroß. Ah, sehr schön. Noch ein Zahnrad. Ein mittelgroßes Zahnrad. Was soll ich mit diesen ganzen mittelgroßen Zahnrädern? Hoppala. So, und jetzt? Na komm, gib mir. Gib mich der Riemen. Haha. Ah. Cool. Eine lange, schmale Stahlröhre. Nicht da reinstecken, nicht? Gut, lange. Schmale Stahlröhre. Da kommt wirklich auch nichts. Ich glaube ja. Okay, der Mechanismus ist ausgehebelt. Jetzt war das Symbol mit dem Auge da. Nee, kann man nicht da reindrücken. Schmale. Nee. Oh, ein Hinweis. Ich sollte sie genauer. Oh ja, das. Ja. Vergesse ich immer wieder. Okay, ist ja zwei Dingsbums. Zwei so Einkerbungen, ja, mehr oder weniger Aussparungen. Ja, es kommt was raus. Aussparungen, Einkerbungen. Wie auch immer. Nee, passt da nicht rein. Oh,
Das obere Ende der Steinröhre scheint locker zu sein. Wirklich wahr. Oh, ein kleines Schlüssel haben wir da gefunden. Und ein altes Foto. Ref 6.05 Uhr wird das wahrscheinlich heißen. Und wir sehen darauf ein Haus. Ich vermute mal das Haus, in dem wir uns gerade befinden. Und hier versuchen wir reinzukommen. Ui. Aha. Die Frage. Natürlich können wir das Holz auch drehen. Jetzt halt noch die richtige Perspektive gewählt. Ui. Ein kleiner silberner Schild. Der Goldene hat nichts in der Hand. Schaut aber so aus, als hätte er gern was in der Hand. Oh, ein grüner, ovaler Edelstein. Den können wir, glaube ich, da einbauen. Also wie man sieht bei The Room hier, ab und zu geht es schnell voran. Und dann kann es eben auch sein, was war da? 6.05 Uhr, glaube ich, ja. Ah, dass man ewig dabei wirkt. Tada! Und 5 Minuten vor Schluss haben wir diese Kiste geöffnet. Und da frage ich mich, wo hat das Ganze Platz? So. Also, schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Natürlich glauben wir das nicht. Wir drücken hier auf Spiel fortsetzen. 5 Minuten haben wir ja, wie gesagt, noch. Und jetzt haben wir, alte Schwede, so ein kleines Kistlichen, den Schraubenzieher haben wir, wie gesehen, abgelegt. Kommt so laut, als wenn das iPad eben verrutscht. Was schauen wir natürlich als erstes mit unseren coolen Dings. Hahaha. Switch den Schalter, Jung. Hahaha. Eine Kiste. Okay, das schauen wir uns gleich an. Zuerst erstmal noch den Text. 15. Juli. Meine Erforschung des Nur-Elements scheitert. Oh, Entschuldigung. 15. Juli. Meine Erforschung des Null-Elements schreitet rasant voran. Seine Quelle drängt mir immer stärker die Vermutung auf, dass es irgendwie mit meiner Seele in Verbindung steht. Seine Eigenschaften werden immer offensichtlicher. Es bezieht eine gewaltige Energie von irgendwoher. Ich habe einen Apparat gebaut, der es leitet und bündelt. Doch ich scheue vor weiteren Experimenten zurück. Mir fehlt das Wissen um seine Kontrolle. Tja, das ist halt mal so, wenn man was entdeckt, dass die Kontrolle nicht so leicht dann auszuüben ist, wenn es neu ist. Wir haben hier eine Kugel, die wir wahrscheinlich darunter bringen sollen. Schauen wir mal, okay, der da verbindet sich mit dem Dings. Nee, nee. Okay, da müssen wir schauen, dass wir irgendwo anders hinkommen.
Warte mal. Ja, okay, der verbindet sich mit dem. Na komm. Ja. Vielleicht sollten wir schauen, dass wir auf eine andere Spur kommen. Aber es bleibt uns nur die. Gut, dann. Vielleicht klicke ich mal hier rauf. So weiter. Ah, fast. So, wow, so. So, geht ja. Wenn man will. Und da finden wir noch einen gewöhnlichen Schlüssel. Was ist denn das für eine Verarsche? Ein gewöhnlicher Schlüssel. Ich glaube, ich spinne. Jetzt ist die Frage, steckt man den noch wo rein? Wir haben noch, ja, 2 Minuten eigentlich nur. Ich fahre hier nochmal um die Kiste herum, damit ihr die seht. Beziehungsweise mal oben drauf schauen könnt. Also das wird eine coole Geschichte wieder. Und ihr müsst bedenken, wir sind immer noch in der Haupthandlung von, also The Room, ohne noch in den Epilog zu kommen. Ich freue mich dann schon auf die nächste Episode. Wir hoffen natürlich, dass wir hier das Rätsel um das Null-Element knacken können. Ich stecke hier noch den Schlüssel rein, aber drehen werden wir erst in der nächsten Episode. Bis dann. So, und damit herzlich willkommen hier zurück bei The Room. Episode 3 dürfte das sein jetzt. Hoffe ich mal. Wartet mal kurz. So. Wir haben ja das Gerät hier freigelegt. Irgendwo wollten wir irgendwas schalten, das weiß ich noch. Da haben wir den Schlüssel eingesteckt. Ah, okay, das ist wieder so ein Linksschloss. Jetzt ist nur die Frage. Ah, das hat zu früh. Das schaltet sie wieder, okay. Okay. Ah, eins zu weit. Noch einmal eins zu weit. Ah! Geht ja doch. Auch ohne den Hinweis. Ein kleiner quadratischer Bolzen und das da. Okay. Hoppala. Schauen wir mal den Monokel rein. Ui. Wie geil. Sigil steht da eindeutig. Das ist nur die Frage, für welches Wörterschloss braucht man das? Sigil. Das müssen wir uns natürlich jetzt. Ach, ich mit meinem guten Kopf soll mir das natürlich jetzt merken. Sein können. Der Bolzen. Nee, da nicht. Schauen wir uns vielleicht mal genauer an. Okay, scheint nichts Besonderes zu sein, also von der Aufschrift her. Könnte da reinpassen? Nee.
was ausgeschaut. Was sagt der Hinweis? Auf diesem Kreis ist ein Muster, ob es irgendwo in der Nähe passt. Ja, das Muster habe ich schon gesehen. So ein Blumending, hätte ich mal gesagt. Haben wir hier, na, hier oben haben wir sowas nirgends. Blumending, sowas. Da kann ich. Ach doch. Eine kuhförmige Platte. Kuhförmige Platte. Ach die. Oh. Nee. Jetzt. Na komm. Oh. So, da hatten wir Sigil. Also S. I. G. I. L. Und da hören wir gleich Stimmen im Hintergrund. Vielleicht werden wir schizophren. Was ist das? Ein blauer, hellblauer Kristall. Seltsames Licht verströmt er, egal. Was steht denn hier? 29. Juli. Eine neue Entdeckung hat mich zutiefst erschüttert. Um die Brechungseigenschaften des Nu-Elements zu untersuchen, habe ich Linsen daraus gefertigt. Eine zu tragen ist mühsam und strapaziös und mir offenbaren sich Visionen jenseits alles vorstellbar. Je tiefer ich in die Erde vorstoße, desto finsterer werden diese Visionen. Ich habe mein Arbeitszimmer in den Nordturm verlegt. Den Weinkeller kann ich nicht mehr aufsuchen. Na bumm. Wer trinkt jetzt den ganzen Wein? Haben wir da mal was raus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir irgendwo was rausgenommen haben, reingetan. Ach so, wartet mal. Nee, da drauf so. Nicht? Aber ich will den da drauf setzen. Hier fehlt ein Rad. Ach so. Blöd nur, dass wir noch kein Rad haben. Da fehlt auch noch was bei der. Oh, den Zettel haben wir gleich gelesen, oder? Man vielleicht oben irgendwo draufstellen, den lustigen? Nö. Hier fehlt ein Rad. Welches Rad fehlt, ist die Frage. Versuch das Ganze mal hier reinzustellen. Nee. Oh. Genau. Haha. Ein kleines gewichtetes Schwungrad. Ja, wo fehlt das denn nur? Es geht also wieder mal voran. Hoppala. Eine Art Reflektor. Okay, da habe ich auch schon eine Idee, wo das reinpasst.
Fuck, so langsam gewesen. Und. Aber was ändert sich da? Da. Nee. Kacke. Doch, da. Nee. Hö? Irgendwo müsste was aufgehen. Am unteren Licht. Ach was, da kommst du ja früh drauf. Früh, würde ich sagen, so. Ach, Leute. Ja, ich habe gehört, wie sich die Klappe geöffnet hat. Da habe ich auch gehört, aber was tut sich dann, wenn sich die Klappe geöffnet hat? Da tut sich nämlich nirgends sowas. Kommt mir vor. Ich muss die offene Klappe finden, während die Zeit läuft. Vielleicht ist das ganze Teil eine Abfolge. Ach so. Na, wartet mal. Klick. Ein Sternfeld kann vielleicht vermutlich Tibet, ja. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wo das hingehören soll. Ja, oder auch nicht. Wir haben ja noch einen anderen Knopf zu drücken. Versuchen wir den auch mal. Ja, der eine wurde schon deaktiviert. Zack. 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 Ach so, nee. Gib, gib, gib. Ein bisschen Schlüssel mit mehreren Klappteilen. Da habe ich auch was gesehen, nämlich hier das. So. Ist vielleicht leichter. Oder auch nicht. Nee. Das kommt hierher, das ist mal weg. Das scheint, ja. Versuchen wir mal. So passt das aber nicht. Ja. Ach was. Ja, die obere passt noch nicht. Nee. Aber der könnte jetzt passen. Ja, das muss noch mal. Ja, passt ja doch. Oh, noch ein kleiner Reflektor, den werden wir auch gleich zum anderen dazu bauen, da. Oh. Na, bumm. Da müssen wir natürlich auch irgendwas reflektieren, das kann ich euch schon versprechen. Aber es fällt noch kein Licht ein, kann das sein? Schau mal, vielleicht müssen wir irgendwo noch was einbauen. Da passt das Kartenstück ja nicht rein, wie wir festgestellt haben. Aber hier vielleicht. Nein, da ist noch Uhr. Da war doch noch ein Loch hier. Okay. Das hat uns jetzt nicht die Welt gebracht.
Okay, da können wir auch nichts mehr verdrehen. Aber hier muss doch irgendwo das Licht einfallen. Auch nicht. Sind jetzt aktuell schon bei 13 Minuten laut. Ich muss mich erstmal auf die Seite der Kiste konzentrieren, kein Problem. Kann man natürlich machen. Ich schalte die Tür auch mal aus. Aber da müssen wir sicher irgendein Muster noch eingeben. Schau, was drin ist. Eine Klappe hat sich geöffnet, drei Spiegel auf Messingleitern wurden freigegeben. Was ist da? Aber wozu dienen sie? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, vor allem wenn da kein Licht runterkommt. Wir müssen damit sich irgendetwas reflektieren, anleuchten oder sonst was. Wir haben aber aktuell keinen Gegenstand dazu. Vielleicht warten wir einfach noch einen Hinweis ab. Nee, da tut sich nichts. Also für das, dass ich das schon mal gespielt habe, kommen wir ganz schön langsam voran. Da ist gerade wieder was aufgegangen. Geil. Und ein Kartenstück Südamerika. Wenn ich mich nicht verlesen habe, ich hatte gerade meine Finger davor. Auf der Karte ist ja auch nichts zu erkennen. Oh, da hat das zweite umgeschaltet. Wie geil schaut das denn bitte aus? Ich will auch so ein Ding zu Hause haben. Okay, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Seite der Kiste. Okay, da gibt nichts zu machen, wahrscheinlich, ja. Ach ja. Wo haben wir denn auch überhaupt was? Gefällt mir da gerade ein. Die Erdkugel, da ist noch was. Das komische Zahlenmuster da. Sonst noch irgendwo. Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. 17 Minuten sind auch schon wieder um. Halliger Bimbam. Schauen wir mal, was der Hinweis sagt. Ich habe ich etwas gesehen, ein Geheimfach irgendwo, ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber, hoppla. Irgendwie können wir da bei den Dingen nichts tun, so wirklich. Nach ungewöhnlichen Markierungen. Das ist auch eine lustige Idee. Schalter haben wir schon geschaltet. Ungewöhnliche Markierung, der ist gut. Was ist hier an dem Gerät nicht ungewöhnlich? Ich muss aber ehrlich zugeben, ich sehe keine ungewöhnlichen Markierungen. Das Gewicht einer Schublade, die ich geöffnet habe, war nicht gleichmäßig verteilt. Oh. Oh. Noch ein
sechseckiges Kartenstück. Wo ist die Erde da? Nee, das ist viereckig. Da. Oh. Im quadratischen Bolzen, da habe ich schon eine Idee, wo wir den anbauen können. Wo war denn der Blödsinn? Nee, nicht zu viel zoomen. Da. Na komm. Hallo, Aul. Doch, das passt. Gut, dann nicht. Ah, das muss ja dann irgendwo anders passen. Oben dürfen wir uns ja noch nicht drauf konzentrieren, wahrscheinlich. Noch immer nicht. Das passt doch am besten hier rein. Da hat es aber fast gepasst, kann das sein? Oh. Ich habe da so ein Gefühl. Ah, da fehlt ja ein Eckchen. Wie sollen wir denn das da drinnen so zusammenfügen können? Na, heilig. Heiliger. Keine Ahnung was. Ah. Gut, da reißt du da ein. Zack. Eine aufwendige Holzkiste. Eine aufwendige Holzkiste. Aufwendige Holzkiste. Dürfen wir jetzt einmal nach oben auch schauen, oder? Hoppala. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass wir mit der irgendwas machen können. Weil es eine Kiste ist, dann kann man sie öffnen. Das haben Kisten und macht so an sich. Vielleicht auf der Unterseite. Ah, hoppsala. Zack. Jetzt haben wir so ein Dingsbums. Das könnte da reinpassen. Haha. Frag mich nicht, welches Sternbild es ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Gut, mit dem Okular ändert sich nichts. Darf ich mich jetzt schon mal auf die oberen Dinge auch konzentrieren, oder? Nein. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind ja mit der Seite noch nicht ganz fertig. Ein Dings fehlt uns ja noch. Ist nur die Frage, wo könnte das... Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Lass uns nochmal durchschauen da. Nein, da nicht, sondern... Da. Da! Okay, also so schräg und zwei daneben. Oh. Und das letzte quadratische Kartenstück. Und was sagt der Text? 9. August. Die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Spiritus Nocti gefunden, eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequelle habe ich. Aha. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babylonier Ishtar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nu-Elements mir gehören. Ich platze fast vor Spannung, so vieles gilt es vorzubereiten. Tja. Nur die Frage, wie gut das dann im Endeffekt wirklich war.
Alter Schwede. Da wird die ganze Geschichte noch ein Stück größer. Und wir haben ein Kapitel abgeschlossen. Ich freue mich. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Ja, unwahrscheinlich. Wir drücken hier fortsetzen, denn wir haben noch 7 Minuten ungefähr. Also jetzt dürfen wir uns nicht mehr auf den unteren Teil konzentrieren. Konzentrieren wir uns auf den oberen, ist ja auch kein Problem. Da haben wir eindeutig 4 Pfeile. Und da gibt es was zum Drehen. Gut, dann kann ich nicht hinzoomen. Schauen wir uns das hier mal an. Eine große runde Aussprache. Ach was. Gut, da können wir auch nicht hinzoomen. Hier vielleicht. Nein. Da können wir auch noch nicht wirklich was machen. Können wir hier was machen? Nein. Aber hier tickt das mehr oder weniger rüber. Ohne dass ich was dabei tue. Kleine Spackelein, damit wird dieses. Wo soll ich bloß sein? Was für ein seltsam geformtes Gitter, ja. Dem war ich ja schon hin. Gesund. Oh! Sag doch gleich, dass ich da das iPad bewegen muss. Messing Kubogriff. Oh. Entschuldigung, da muss ich eben husten. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange in einem Ort aufhalten. Ich versuche sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Aha, okay, also der hat das Linsendings noch immer auf. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Okay. Da wurde unser lustiger Professor oder was auch immer der ist. Ein bisschen paranoid. Habe ich das zwar nicht mal. Versuchen wir es wirklich gescheit drauf zu denken, sonst geht es nicht so wie vorher. Gut. Auf die Unterseite kommen wir nicht mehr, oder? Da ist wieder alles zurückgesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir müssen doch irgendwo die Kurve einbauen können. Ich hätte ja doch gesagt, dass die... Upsa. Da in die Mitte passt, aber anscheinend nicht. Links vom Gitter gibt es einen richtigen Ausschnitt. Der da. Oh. Dann drehen wir da mal. Und jetzt. Ach so. Oh. Ach, wie geil. Dann schaltet ihr hier weiter. Ist nur die Frage. Ah, da oben haben wir wieder das gute Null-Element oder das Symbol dafür oder wie auch immer. Dass wir hier wieder verdrehen müssen.
So. Tada-tada. Das war aber gerade noch nicht da. Ein verzierter alter Dolch. Sollen wir den mal versuchen, da in die Mitte reinzustecken? Wenn schon so markiert ist, wumm. Weil das ja sicher alles Platz hat drinnen. In der Kiste. Tasten ohne Beschriftung. Ein PIN-Code ohne etwas drauf zu schreiben. Cool. Schauen wir nochmal. Dadurch. Zwei oben links, zwei in der Mitte und zwei unten rechts. Das schafft man. Wo war das Tastenfeld? Da dreht sich die Geschichte. Hoppala, bin ich da jetzt drauf gekommen? War keine Absicht. Wir sind jetzt bei 29 Minuten 18 Sekunden laut meiner Uhr, die ja nicht ganz hundertprozentig übereinstimmt mit dem, wo wir wirklich sind. Und damit sage ich jetzt auch schon danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, mittlerweile die dritte Episode hier bei The Room. Es wird demnächst weitergehen. Wir werden sehen, was uns hier noch erwartet. Unter anderem erneut das Null-Element. Oh, zwei Punkte links, zwei Punkte rechts, drei in der Mitte. Das gehen wir doch glatt mal ein. Das geht sich noch aus. Zack. Cool. So ein bisschen noch. Zack. Gut. Aber jetzt wirklich ein großes Gold-Amulett. Ja, haha, ich weiß schon, wo das hingehören könnte. Wir sehen uns aber erst wieder in der nächsten Episode. Bis dann. So, damit herzlich willkommen zurück hier bei The Room Folge 4 mittlerweile. Ich nehme gleich im Anschluss an Folge 3 auf. Ich habe nämlich gerade Lust dazu. Hat sich einiges geändert. Wir haben dieses Sonnendings da rausbekommen. Das werden wir jetzt einfach versuchen, hier reinzustecken. Wahnsinn, auf das wäre ich ja nie gekommen. Und weg ist das Ganze wieder. Wo auch immer das Platz hatte in der Kiste. Ja. Oh. Lustig, lustig, tralala. Nicht das irgendwie drehen. Nee. Steht irgendwo eine Tastenkombination für uns, ein cooles Tastenfeld. Ne, die Kurve haben wir schon gedreht. Können wir hier vielleicht noch was drehen? Ja. Ein bisschen noch. Den Hinweis, er braucht einen Hinweis. Wir brauchen einen Hinweis. Ja, es ist ein weiteres Muster für die Tasten. Einen in der Mitte. Dann drehen wir weiter. Okay, muss ich hinzoomen? Zwei unten. Zack, zack. Dann drehen wir noch mal weiter. Eins in der unteren Mitte. So, ich hoffe mal, dass das so irgendwie war.
Oh, verdammt. So, weiter weiß ich nicht mehr. Dann drehen wir mal wieder im Ganzen. Zack. Das waren zwei. Hier, hier. Das habe ich mir noch gemerkt. So. Dann drehen wir die Geschichte noch einmal. Dann sollten wir es aber haben. Ach, eins oben. Ganz oben. Ja. Sehr schön. Ach, wie geil. Das dürfte. Haha, Inventarobjekt gefunden. Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Null-Elements. Schauen wir uns natürlich genauer an. Schaut ganz cool aus. Hoppala. Bin ich eben an die Tastatur gekommen. Und da ist es drinnen. Denke ich, oder was auch immer das sein soll. Oh. Die Geschichte dreht sich wieder. Ah, ich habe so ein Gefühl, was wir da machen sollen. Drehen wir wieder mal dran. Vielleicht müssen wir auf die Ausgangsstellung zurück. Nee. Dann drehen wir weiter. So, aufs Mittlere. Ah. Habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Einmal drehen wir noch. Nee. Zweimal noch, sicher, sicher. Irgendwie ändert sich da nichts. Kann das sein, Leute? Ja, den Hinweis können wir uns gleich noch anschauen. Ja, da ändert sich nichts. Ja, ich bin ja nicht ganz blöd. Wo sind wir jetzt gelandet? Ich kann das nicht verdrehen und nix. Verdammt. Ach, jetzt geht's auf einmal. Tada! Und ich habe das Gefühl, wir sollen hier das Gerätchen einsetzen. Achtung. Da öffnet sich eine Tür, mir stellt sich eine Gänsehaut auf, muss ich zugeben. Oh mein Gott, wie geil. Spiel abgeschlossen, du hast es geschafft. Unbeirrt, wie ich hoffe, denn... du hast es geschafft, unbeirrt, wie ich hoffe, denn es folgen wahrlich noch schwerere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt eines weiten Weges getan. Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Ein Zurück gibt es nichts. Für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreite besten Mutes voran, mein Freund. Vor dir liegen noch viele weitere Räume. Ja, das war's jetzt zum The Room Let's Play, mehr oder weniger. Wir spielen noch schnell den Epilog, denn wir haben mehr als genug Zeit. Und dann hoffen wir mal, dass The Room 2 demnächst rauskommt. Oh. Geil. Jetzt sind wir also. Ach, jetzt verstehe ich den Zusammenhang wieder. Wir sind jetzt also im Inneren der Maschine, würde ich mal sagen. Wo in aller Welt bin ich? Ja.
irgendwo im Inneren einer Maschine würde ich jetzt frei drauf los spekulieren. Und hier liegt ein Text für den Epilog von dem guten A. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung, nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verebbten. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir, doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Ja, leider sind wir gekommen. Dem Okular, das wäre sowieso mein nächster Schritt gewesen. Hier ist eindeutig eine Hand verdreht. Super, jetzt haben wir eine Erhöhung geschaffen. Wahnsinn! Ich kann es ja weder klicken noch sonst irgendwas. Oben beim Brief waren so komische Markierungen, wer die gesehen hat, so rechts oben. Drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Gut, dann hätten wir mal den Tisch betrachtet. Da fehlt, denke ich, auch irgendwas. English Drum Table, cool. Ich versuche nochmal zu drucken, geht nicht. Oh. Wo befindet sich ein Schalter? Ach, da. Ein Zahnrad. Ein Zahnrad. Ein kleines Zahnrad. Nein, kein kleines Zahnrad, was da reinpasst. Hier eindeutig auch nicht. Oh, ich glaube, an das erinnere ich mich noch. Ich wusste nur, dass ich da ewig daran gerätselt habe. Ein kleines Zahnrad. Wehe, wehe, wenn ich nur das Ende sehe. Ein Zitat, das ja mehr oder weniger einem Buch von tja, wie hieß der gute Mann, der Max und Moritz geschrieben hat, auf das will ich raus. Irgendwo muss hier ein Schalter versteckt sein, ja. Da kommst du ja. Upsa. Da kommst du ja früh drauf. Mann, das hat so unscheinbar ausgesehen. Ein Dreieck. Sollte aufs Dreieck passen, hätte ich mal gesagt. Ui! Ja. Ich habe schon total vergessen, muss ich zugeben. Wer soll denn das so schnell schaffen? Nee, da gibt es irgendeinen Spezialschmäh. Ich weiß, ich muss alles aktivieren. Ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge oder so irgendwie. Ah, okay, es ist weiter eins umschaltet.
auf dem Labyrinth, ach was. Ach, wartet, wartet, nein, 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 nein. Eins. Shit. Hehehehe. Shit. Shit. Zack, geht ja doch. Langsam wird so meine Finger herumwarm beim iPad. Eine Metallkugel, irgendetwas daran ist seltsam. Hoppala. Die scheint sich zu öffnen. Wenn man das Ding richtig dreht und drückt vielleicht. Na komm. Alter Schwede. Cool. Ein kleines Zahnrad. Was haben wir da noch? Nichts. Oder doch? Nee. Okay. Schauen wir uns das gleich mal an. Das ist das Viereckige. Das müsste dann... Wo haben wir das Runde eingebaut? Da. Ja, das Dreieckige, nicht das Runde. Zahnräder sind ja grundsätzlich rund, glaube ich zumindest. Oh mein Gott. Ein merkwürdig gefundener Schlüssel. Und was sind das? Tarotkarten. Ein paar alte, verbleichte Tarotkarten. Tarotkarten sind das gleich, mit dem die Leute irgendwas Kartenlegen machen oder so. Ich kenne mich da nicht wirklich aus damit. War das eine... Oi. Das waren doch wirklich die Dinger da hinten. Na boom. Ah, wenn ich mich recht erinnere, hat es, wenn ich da gedreht habe, irgendwo irgendwas verändert, außer dass der Schalter da kommt. Bingo. Und jetzt einmal zurückdrehen. Nee. Dann noch einmal. Da haben wir's. Ein Schlüssel. Cool, dann drehen wir nochmal nach hier. Umschalten. Ja, das kennen wir schon, den Schmäh. Und dann nochmal nach hier. Ich weiß, da liegt noch was drin, das haben wir schon noch rausbekommen. Eine Metallplatte. Den Schlüssel probieren wir mal irgendwo einzubauen. Vielleicht finden wir auf die Schnelle irgendwo etwas. Passendes Schlüsselloch, ja. Ach, Halleluja, da hat sich dann irgendwas verändert. Das war, glaube ich, auch irgendwas mit dem Ding. Da ist noch der Schalter. Da müssen wir irgendwo hindrehen. Oh. Wir brauchen rechts das komische Ding mit dem... keine Ahnung was. Und links so ein verbogenes Zeug. Ach. Rechts war das komische geschwungene Zeugwerk. Nein, und links das verbogene. Das war links, was wir gerade hatten. Das war rechts. Und einmal nach links. Da kommt das andere verbogene. Bingo.
Jetzt drehen wir an der ganzen Geschichte nochmal. Na komm. Zoomst du hin, bitte. Danke sehr. Ach. Muss ich doch tatsächlich die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken? Oh. Ja. Drei. Das oberste passt mir noch nicht so ganz. Drei. Fünf, sieben, drei. Fünf. Fünf, sieben. Drei. So ist die Geschichte wieder. 18 Minuten sind um. Muss etwas in die Fassung passen. Ach was. Metallplatte wird ja wohl kaum passen, die wir hier haben, oder? Nee. Brauchen da, denke ich, was zum Drehen. Oh. Ja, da müssen wir die Geschichte wahrscheinlich so lange drehen, bis wir da was... Metallblättchen. Passt du da rein? Nein. Dem haben wir uns noch gar nicht beschäftigt hier. Da fehlt aber eindeutig auch noch was. Hat sich's da ausgedreht? Nee. Natürlich. Noch nicht. Hätte mich ja auch gewundert. Irgendwo hineingehören. Ja. Aber wo? Wo gehörst du rein, Plättchen? Wo? 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 Oh. Na bumm. Ich sehe schon, wir werden hier eine Melodie nachspielen müssen. Ach ja. Sollen wir einfach mal wo drücken? Das bringt leider genau gar nichts. Oh. Wo gehört das rein? Wo gehört das rein? Drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Irgendwo muss das hingehören. Irgendwie, irgendwo, irgendwann muss das irgendwo hingehören. Hopsala. Drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Was sagt der Hinweis? Ein Klavier gibt es eine, dessen Kombination, die ich brauche. Ja, ziemlich sicher gibt es eine. Sieht aus wie ein Münzschlitz. Ja. Wir haben aber keine Münze. Schauen wir wieder um das ganze Gerät herum mit unserem coolen Monokel. Ah, Okular, nicht Monokel, so. Na komm, zum raus. Münzschlitz. Wo könnte sich eine Münze verbergen?
Ich würde mal sagen, hier bei dem Zeugwerk, aber ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht so recht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Da hat sich auch noch nichts geändert. Können wir hier noch was verdrehen? Ja, sicher. Dann verdrehen wir auch was. Wenn wir können, warum sollten wir nicht? Hinweis, das ist eine gute Idee. Frage mich, wozu diese Reihe der goldenen Symbole auf Tisch Dings ist. Oh! Kann ich die datschen? Drauf datschen? Nee. Kann sie nicht berühren. Eins, zwei, drei braucht man da jetzt. Jetzt weiß ich, wo man. Nein, nicht jetzt sowieso, mein. Nein, nicht da. Jetzt weiß ich, was wir mit den 1, 2, 3 machen können. 3 ist das S, 2 ist das Kreuzdings und 1 ist so ein Dreieck. 1 ist so ein Dreieck, das ist drauf. Das Dreier ist das S-Dings. S-Dings, 2er, das Dings, 1, das. Da-da-da. Eine Münze. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon, wo ich die reinschmeißen muss. Uiuiui. 5 Minuten haben wir noch. Hoppala. Ding. Scheiße. Falsch. Ding, 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 ding. Fuck. Ding, ding. Nein, doch nicht. Gut, fangen wir nochmal neu an. Das. Okay. Dang, dang, dang. Dann. Aha. Geile Musik. Und noch ein Metallgriff, zwei Metallgriffe. Coole Musik hast du da gespielt. Mein Jung. Metallgriffe haben ja so X-Dinge drauf. Ich weiß auch schon, wo wir die einbauen. Sehr schön. Da ist noch nichts auf der Rückseite. Wir müssen schauen, dass wir da auf der Rückseite so ein freies Loch hinbekommen. Jetzt dürfte eines sein, oder? Ja. Zack. Zack. Oben ist noch was, andere Richtung. Jetzt dürfte das. Ja. Und irgendwo habe ich noch eins gesehen. Ach, da. Einmal rundherum vielleicht. Das war einmal zu viel. Ah, verdammt. Fangen wir einfach mal ein bisschen verrückt zum Herumdrehen an. Ich bin nicht so gut bei denen. Anders so. Ja, haha. Ein roter Edelstein in einer Metallplatte, Entschuldigung. Und jetzt. Ui. Na komm, lass mich hierher zoomen. Da bitte, da, da, da. Ich will nämlich hier was reinlegen.
Gut, dann eben nicht, wenn du nicht möchtest. Nicht rausnehmen, andere Seite vielleicht, ja. Ein blauer Edelstein. Ein Edelstein. Zack, zack. Ui, verdammt. Ja, bei den Dingen bin ich fast sogar vielleicht gar nicht so schlecht. Ui, 28 Minuten sind auch schon wieder um. Na boom. Sodala. Hobola. Ui, Edelsteine. Edle Steine. So, darf ich jetzt irgendwo noch hinzoomen oder? Dankeschön. Finster ist. Ich habe das Gefühl, dass der Rote sicher da hineingehört. Ja, wie es mit den anderen aussieht, ist jetzt natürlich die Frage. Gehen wir einfach mal alle rein. Ja, ich kann das hier wegnehmen, falls nötig. Vielleicht hinten. Na komm. Sind wir so gut und schaffen es aufs erste Mal? Unwahrscheinlich, aber wer weiß. Ui. Ihr habt das nicht gesehen. Ja, ihr seht, hier oben haben wir noch so ein Dingsbums Kreuzzeugwerk. Wir müssen da irgendwie das so hinformen. Da schon mal grün und gelb aus. Das heißt, da grün, da gelb. Ja, okay. Ich mache da dann in der nächsten Episode weiter. Wir sind jetzt hier bei 30 Minuten, genau. Bis dann. So, und damit auch willkommen zurück hier bei The Room. Folge 5 dürfte das sein. Als erstes gleich mal, ich freue mich hier, Folge 5 zu sein. Und als zweites, es gibt mittlerweile The Room 2. Ich lade das gerade hier im Hintergrund herunter. Aber das soll uns erstmal hier nicht stören, wenn mich recht erinnert. Waren wir hier und haben da herumgebastelt. Ja, bauen wir mal den roten hier ein. Ja, ich weiß, dass es wieder weggenommen werden kann. Und versuchen hier unser Bestes. Ja. Vielleicht tauschen wir mal grün und blau aus. Hoppala. Was sagt er? Durchloch rechts erhöhte Scheibe. Ja. So wie es hier oben mich. Ja, ich halte den Finger hin, aber ihr seht das ja nicht. Ah, soll es ja dann ausschauen? Noch ein Hinweis? Nein. Okay. Irgendwie kommt mir vor. Wisst ihr was? Wir nehmen nur mal den roten her. Schauen uns den an. Von vorne. Okay. Dann platzieren wir jetzt einfach mal den blauen hier. Und schauen, ob das dazu passen könnte. Hoppala. Nee. Eindeutig nicht, was sagt er hier? Die Scheibe, wo kommen wir her? Das versuchen wir jetzt gerade. Dann raus und hier rein. Wieder durchgeschaut. Ja, ist auch noch nicht so ganz mein Favorit, muss ich zugeben. Nochmal raus und wieder rein. Ja, das passt schon eher. Gut, dann
Ja, den Schmäh kennen wir ja schon. Dann das Gelbe mal hierher. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Jetzt noch das Grüne oben rechts hin. Ups. Das habt ihr nicht gesehen. Ich dachte mir, ich hätte Dings eingeschaltet. Mal kurz. Doch, ist doch eigentlich ein. Nicht stören. An. Naja. Was soll's? Sollen wir aufmachen? Sicher. Hoppala. Oh. Mit das. Ja, fast sowas mit einer Kugel. Ah, cool. Ich fahre einfach mal ein bisschen herum. Habt ihr gesehen, auf den müssen wir. Aha, Glück muss man haben. Also einmal noch die ganze Geschichte. Fahren wir gleich mit dem hier hin. Ja. Aha. Muss nur ein bisschen gucken mit den Augen. Dann ist das überlösen, auch kein Problem. Aha, da haben wir schon das zweite, sehr geil. Okular aufgesetzt. Ach, das kann wieder drehen, na toll. Zack. Alles. Tja. Oh, Tarotkarten. Ja. Das war's mit The Room. Ah, The Room 2 sieht man hier schon. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon im Download. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Arbeit jetzt in dieser Folge. Ja, so haben wir es halt in 6 Minuten beendet. Was soll's, auf jeden Fall The Room 2 wird es auch demnächst hier auf meinem Kanal geben, vorerst. Also nach diesem The Room habe ich jetzt noch, ja, 2 Folgen von etwas anderem. Die sind schon aufgenommen und die kommen dann. Also, schauen wir, ob es hier noch Credits gibt. Mitwirkende, genau. Die lasse ich einmal durchlaufen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.